Willkommen bei Physikalische Chemie für Dummies. In diesem Video werde ich das Wirkungsprinzip von diesem Trinkvogel erklären. Wenn man den Kopf vom Vogel in Wasser taucht, wird Wasser vom Filz auf dem Vogel aufgesaugt. Dann sieht man, wie eine Flüssigkeit hochsteigt, bis der Vogel sich von selbst vorbeugt, um Wasser zu trinken. Er richtet sich wieder und der ganze Prozess läuft von vorne, solange der Vogel Wasser hat. Um zu verstehen, was im Vogel vorgeht, betrachten wir eine Skizze von dem System. Der Vogel besteht aus zwei Glaskolben, die mit einem Rohr verbunden sind. Der Flüssigkeitsspiegel im Unterteil ist hoch genug, dass Gas im unteren Kolben vom Gas im Rohr und Kopf abgetrennt ist. Wenn das Gas im Kopf an den Wänden kondensiert, dann sinkt der Druck im Kopf. Der Druckunterschied im oberen und unteren Teil führt dazu, dass die Flüssigkeit in dem Rohr hochgeschoben wird. Der Kondensationsprozess läuft weiter und der Schwerpunkt wird immer weiter nach oben verschoben, bis irgendwann der kopflästige Vogel nach vorne kippt. Das Rohr im unteren Kolben kommt über den Flüssigkeitsspiegel hinüber, was einen Druckausgleich in den beiden Kolben erlaubt. Die Flüssigkeit fließt nach unten, der Vogel kommt wieder hoch und der Prozess kann wieder von vorne beginnen. Das Entstehen eines Unterdrucks im Kopf kann auch mit der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung erklärt werden. Mit 1 beschreiben wir den unteren Kolben und mit 2 den oberen. Da die molare Verdampfungsenthalpie und die Gaskonstante beide positiv sind, ist der Quotient auch positiv und wir vereinfachen diesen Term mit einem Plus. Da oben eine niedrigere Temperatur als unten ist, wird die Differenz von den Kehrwerten auch positiv und die gesamte rechte Seite positiv. Damit der natürliche Logarithmus eine positive Zahl ergibt, muss p unten durch p oben größer als 1 sein. Die Drücke können nicht negativ sein, also folgt, dass der Druck unten größer ist als oben. Es lässt sich fragen, wieso die Flüssigkeit im Vogel Dichlormethan ist und nicht zum Beispiel Wasser. Dafür müssen wir ein Diagramm von Dampfdruck gegen Temperatur anschauen. Bei Raumtemperatur hat Dichlormethan einen höheren und Wasser einen niedrigeren Dampfdruck. Wenn wir die Steigung von den Kurven bei Raumtemperatur ansehen, wird klar, dass eine kleine Änderung der Temperatur zu einer viel größeren Änderung des Dampfdrucks bei Dichlormethan führt als bei Wasser. Jetzt betrachten wir das Wasser auf dem Kopf des Vogels. Man könnte kaltes Wasser benutzen, um Dichlormethan zu kondensieren, aber der Vogel funktioniert auch noch, wenn das Wasser bei Raumtemperatur ist. Verschiedene Wassermoleküle haben unterschiedliche kinetische Energien. Die Wassermoleküle mit den höchsten kinetischen Energien haben die höchste Wahrscheinlichkeit, den Atmosphärdruck und den Zug von anderen Wassermolekülen durch Wasserstoffbrückenbildung zu überwinden, indem sie verdampfen. Die verbleibenden Teilchen haben eine niedrigere mittlere kinetische Energie. Da Temperatur ein Maß für die mittlere kinetische Energie ist, sinkt die Temperatur am Kopf. Dieser Prozess wird als Verdunstungskühlung bezeichnet. Verdunstung und Kondensierung von Wasser können als Reaktion betrachtet werden, wobei bei einer normalen Innenluftfeuchtigkeit es viel wahrscheinlicher ist, dass Wasser vom Kopf verdunstet als auf dem Kopf kondensiert. Wenn der Vogel in einem nassen, abgeschlossenen Raum ist, dann ist das Wasser schon im Gleichgewicht, während der Kopf noch nass ist. Verdunstungskühlung kann nicht stattfinden und Dichlormethan steigt nicht nach oben. Aber sobald der Vogel aus dem geschlossenen Raum rauskommt, findet wieder überwiegend Verdunstung statt und der Vogel fängt an zu trinken. Als letztes Experiment versuchen wir die Flüssigkeit nach oben zu bekommen ganz ohne Wasser. Anstatt dass der Druck im Kopf erniedrigt wird, um die Flüssigkeit nach oben zu bekommen, kann auch der Druck im unteren Kolben erhöht werden. Mit aufgelegter Hand steigt die Temperatur und so auch der Dampfdruck. Der Vogel neigt nach vorne.